Ihr habt ja die Gesichter gerade gesehen. Also die Halle ging gerade nochmal richtig steil. Und dann haben wir in die Gesichter geschaut zwischen von den Stuttgartern und den Schalkern. Die Lust auf ein Spiel um Platz 3 hält sich bei beiden, ehrlich gesagt, in Grenzen, wenn ich so in die Gesichter schaue. Und das kann man auch, glaube ich, nachvollziehen. Die Enttäuschung hier vom Halbfinale ist definitiv noch da. Und jetzt müssen sie hier ran in diesem Spiel um Platz 3. Jetzt wäre natürlich eine sinnvolle Überlegung, Mensch, können die das hier einfach ausschießen im 9-Meter-Schießen? Aber wir haben ja ein Problem. Wir wollen gleich nochmal ein richtig klasse Finale sehen mit ausgeruhten Kräften. Und da ist es ja nur fair, dass die Protagonisten im Finale auch mal so ein bisschen Zeit haben, durchzupusten, um gleich dann noch einmal alles aus dem Tank dann noch abrufen zu können. Und deswegen dieses Spiel um Platz 3 plus einem Show-Act danach, bevor es dann wirklich ins Endspiel geht. Wir hoffen einfach, und die letzten Jahre hat das auch gezeigt, dass beide Mannschaften jetzt einfach nochmal schön Hallenfußball zeigen wollen, sich nochmal vernünftig verabschieden wollen, für ihre Scorerwertung vielleicht nochmal was tun wollen und wir jetzt einfach nochmal schöne 15 Minuten zusammen erleben zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04. Wir haben es gesagt, das Endspiel ist dann die Neuauflage. Ja, war einmal das Kamerabild aufgefangen. Hier sitzen wir direkt an der Bande. Christoph Gerling ist schon bereit. Also wir erleben gleich im Finale die Neuauflage zwischen Köln und dem BVB. Hier sehen wir noch das Bild. Und ja, wie gesagt, gerade haben wir so in die Gesichter geguckt der Spieler. Und die Vorfreude hielt sich in Grenzen. Also gerade Schalke, die jetzt ja quasi direkt von der Platte wieder rauf müssen. Das ist schon eine Nummer. Aber sie werden es professionell bringen. Spielzeit ist verkürzt übrigens auf 10 Minuten. Darüber werden sich beide Mannschaften sicherlich auch freuen. Also 10 Minuten Spielzeit in diesem Spiel um Platz 3 zwischen Stuttgart und Schalke 04. Schalke kommt nochmal. Admir Kocsa zum Einsatz. Der hier im Turnier zweite Torhüter. Stuttgart versucht es hier durch Jan Utech. Für ihn und für so viele Keeper in diesem Turnier gilt. Klasse gehalten, aber das mit den Torabschlüssen sollten sie einfach sein lassen. Das klappt einfach so gut wie nie. Ball nochmal durchgelassen. Hier im Bild einer der auffälligsten Babis Drakas für den VfB Stuttgart. Ein ganz auffälliger Kicker. Wir gucken mal so ein bisschen in die Scorerliste und da gibt es eine Entscheidung zu treffen. Ganz oben ist Tyron Ken James Marta vom BVB mit 11 Scorerpunkten. Er hat 6 Tore erzielt, 5 aufgelegt. Insgesamt 11 Scorerpunkte. Jetzt haben wir nochmal den eben angesprochenen Babis Drakas mit dem 1:0 für die Stuttgarter. Bekommt hier den Abpraller, handlungsschnell sofort gedreht und klasse reagiert. Wirklich gut. Nama Drakas. Auf Platz 2 der Scorerliste Abubekir Ömer El-Zain, auch vom BVB, mit 10 Scorerpunkten. Er 7 Tore, 3 aufgelegt. Und dann haben wir Namori Sissé. 8 Scorerpunkte setzen sich zusammen aus 8 Toren und 0 Assists. Also ein Torjäger durch und durch, noch keinen Treffer aufgelegt. Sonst wäre er sicherlich ganz oben. Also
beim BVB und beim 1. FC Köln. Die Protagonisten, die würde ich auffallen, auch ganz oben in der Scorerliste dabei. Hier haben wir noch vom VfB Stuttgart in den Top 5 Elion Mamuti mit insgesamt 8 Scorerpunkten und Drakas mit 7. Die Schalker bisher ohne einen Spieler in den Top 10. Beide Vereine sind in diesem Turnierverlauf noch nicht aufeinander getroffen. Also nochmal eine Premiere. Da die Stuttgarter ja noch eine weite Heimreise bis nach Baden-Württemberg runter. Haben es verpasst, gleich zu ziehen mit dem Rekordsieger, mit Hertha BSC Berlin. Foulspiel hier und Christoph Gerling sieht Gesprächsbedarf mit Rigon Spayu. Kurze Ermahnung an den Kapitän des VfB. Moritz Maurer hätte gerne eine Konsequenz daraus gesehen, aber das kriegen wir auch so zu Ende. 5 Minuten hier noch im Spiel um Platz 3. Danach, wie gesagt, gibt es noch einen Show-Act. Dann das Finale. Und das schon mal für die Abendplanung. Wir übertragen natürlich auch die Siegerehrung. Also nach dem Endspiel braucht ihr gar nicht sofort ausschalten. Wir bringen noch alle Bilder, lösen auf, wer wird der beste Torhüter des Turniers, wer wird Topscorer und. All das noch hier zu sehen in dieser Übertragung. Wenn ihr teilen wollt, wo ihr das Endspiel verfolgt, macht gerne Bilder mit dem Hashtag FWC19. Und hier das 2:0 für den VfB Stuttgart, Lukas Laupheimer. Er im erweiterten Kreis U16-Nationalmannschaft unterwegs, zeigt hier nochmal warum mit dem Treffer zum 2:0. Also macht gerne Bilder, Hashtag FWC19, und zeigt uns, von wo aus ihr uns verfolgt. Freuen uns über eure Bilder. Gerade die Schalker kommen ja auch frisch aus ihrem Halbfinale, haben da nochmal alles reingehauen. War spannend bis kurz vor Schluss, bis die Kölner in den letzten 20 Sekunden den Deckel erst drauf machten. Die Kräfte einfach gehen auch zur Neige. Hier nochmal das Aufbäumen, Ball wird drüber gespielt, ah leider zu unsauber, wäre sonst für Aniel Özgen eine riesen Chance gewesen. Ja, mit beiden Händen auf der Bande. Nicht erlaubt. Christoph Gerling hat das entschieden. Jetzt klasse rübergelegt und jetzt darf er zum Abschluss kommen. Aniel Özgen mit höflichem Applaus von der Halle. 2:1 die Führung für die Stuttgarter. 2 Minuten noch auf der Uhr. Schucker nochmal mit dem Doppelpass. Klasse durchgesetzt. Özgen! Riesenmöglichkeit. Sie wunderbar behauptet da. In dem Duell. Beide da unglaublich viel gearbeitet. Deswegen richtig von Gerling, das laufen zu lassen.
So, nochmal der lange Ball. Anderthalb Minuten noch. Schalke jetzt mit dem fünften Feldspieler. Also Willi Landgraf will hier schon den dritten Platz erreichen. Und gibt das Signal auch an seine Mannschaft. Also Juan Cabrera als Torwart eingesetzt. Cabrera, der Kapitän, Tor jetzt leer. Ist das die Entscheidung? Jawohl, das ist die Entscheidung. 3:1 für den VfB-Torschütze. Muss ich noch umdrehen, damit wir einen erwischt haben. Dürfte Marcel Streit gewesen sein. Ball wieder geklärt. Nochmal bei Schalke 04, 46 Sekunden vor dem Ende. Und nochmal der lange Ball, der passt. Schönes Tor Cabrera, das ärgert ihn. Ja, Stuttgarter Kapitän. Bayou trifft. Ja, schade, Schalke hat so ein tolles Turnier gespielt. Das ist natürlich der letzte Eindruck, der so ein bisschen hängen bleibt. Aber ich denke, so morgen, spätestens übermorgen, haben sie dann auch noch auf der Platte, wie positiv der Auftritt hier eigentlich war und wie toll sie sich verkauft haben. Alle Sportler, die gewinnen wollen. Und deswegen, wie gesagt, heute Abend sicherlich, wenn sie zu Hause ankommen, erstmal die Enttäuschung da, aber spätestens übermorgen dürfte der Auftritt hier sehr, sehr positiv verbucht sein. Letzten Sekunden im Spiel um Platz 3. Wir bedanken uns für ein tolles Turnier beim VfB Stuttgart und bei Schalke 04. Gratulieren den Stuttgartern zum Platz 3. Wie gesagt, jetzt gibt es ein bisschen Showprogramm, Showact für uns nochmal die Zeit, durchzupusten, die Stimme zu ölen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann geht es hier gleich weiter mit dem großen Endspiel. Da haben wir schon richtig Bock drauf mit dem ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund. Glückwunsch an den VfB und wir sagen bis gleich. Kurz noch zum Showprogramm. Es gibt jetzt zu schleppen.